Seid gegrüßt, Leute, da ist der Gusua wieder am Start und ja, heute haben wir es wieder Donnerstag. Es kommt ja am Freitag noch ein Video raus, das ist ja noch das alte, wo ich dann wirklich bis zum, ja, bis zur Zwangstrennung sozusagen wieder mal gespielt habe. Ich kleiner Suchti. Ja. Und jetzt wollte ich euch einfach nochmal zeigen, wie es bei mir gerade aussieht. Ich bin weiterhin in Kristall. Und es passt eigentlich alles so weit ganz gut. Aber, nee, nicht aber. Also, hab schon X-Bogen auf 2 im Upgrade. Das passt. Luckys habe ich durch. Die sind jetzt, werden auf 4 geupt. Queen ist ja weiterhin auf 10. Oh, der hat richtig was am Start. Aber ich habe nur einen Blitzzauber. Das wird ein bisschen mager mit meinen 200 Bogies und dem kleinen Dreierdrachen. Den will ich eh nicht nutzen. Ja, hier ist viel besser. Hier ist viel besser. Hier ist schön Loot. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben können. Was wir holen können. Jo, oder? Oder? Ja, so. Schönes Ding. Das sieht nach lecker, lecker Loot aus. Und guckt euch mal den kleinen Magierturm an. Der will doch nur auf die Fresse kriegen. Der sagt doch, hallo, hier bin ich, hier bin ich. Ich kann gar nichts, ich bin Level 2. Und dann sag ich, ja, okay, ich habe Level 6 Bogies. Und die machen dich fertig. Die bringen dich Friedhof. So, gucken wir mal, wir haben 40%. Wir machen noch kurz den King platt. Und dann nehmen wir uns natürlich das, was uns zusteht. Ich hoffe eventuell, das könnte auf so ein bisschen was Dunkles hinauslaufen. Und dann hätten wir eventuell noch einen kleinen King und dann hätten wir auch noch eine kleine Queen. Und die fühlen sich beide ziemlich wohl in der Base von anderen Leuten. Und deswegen lassen wir die da auch rein. Ich erzähle wieder so viel Scheiße. Aber egal, kennt er ja von mir. Ist ja jetzt nichts Neues. So, immer wieder gucken. Queen kriegt noch gerade auf die Fresse ein bisschen. Aber geht noch. Weil man ja... Ja, geil, geil, geil. Da wird wieder Dunkles gezogen. Und die Queen kriegt aufs Maul. Das müssen wir natürlich ein bisschen unterbinden. Jetzt ist ausnahmsweise der King mal ein bisschen weiter, sag ich jetzt mal. Der wird nicht so angegriffen, also nicht so krass. Na kommt hier, dann hauen wir noch hier unsere paar Dinger durch. Wo ich dann eben auch sage, soll ich denn nicht? Aber da sage ich dann auch eigentlich, naja, wenn ich schon so weit in der Base drinne bin, dann kann ich auch noch mal ein bisschen was mehr reinballern. Und das sieht hier eventuell noch nach Town Hall Gewinn aus. Na, obwohl die Queen hat aufgegeben, könnte eng werden. Nee, 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 das wird nichts. Das wird nichts, das schafft der King nicht. Obwohl Flächenschaden ist das nur... Aber, ja, er ist halt nur 5. Ich meine, wäre er auf 10 gewesen, das wäre es dann noch gewesen. Aber das halte ich für... Na? Na? Yay! Läuft. Ja, geil. Hau kaputt. Hätte ich jetzt so spontan nicht gedacht. Ja klar, also wenn der Boogie-Turm dann mit drin ist, klar, der ballert da natürlich gut rein. Aber das ist in Ordnung gewesen, das kann man durchaus so unter die Menschen werfen. Und dann gucken wir mal, ich sollte nämlich dem Lozi... Sie ist nicht mehr online, das finde ich schade. Bitte ab Level 6, ja, das kriegen wir hin. Dunkles ab 4. Ist auch schon schwierig manchmal. So, ich hau euch dann wieder beim nächsten Angriff rein. Und dann werden wir sehen, was abgeht. Reingehauen, Leute. So, hier haben wir wieder einen. Und ich glaube, hier die Goldlager, die sind einfach zu fett gefüllt. Die muss man einfach so ein bisschen leer machen. Das ist einfach meine Aufgabe. Ich sehe mich dazu berufen. Machen wir erstmal die 50%.
Und dann sehen wir weiter, was das so wird hier. Hier den restlichen hier Rotz hier auch noch wegballern. Und da sieht man schon mal, dass die Minen und Sammler jetzt auch nicht so leer sind. Das ist aber hier die schlechtere. Ah, hier den Magierturm noch. Ja, den machen wir erstmal kalt. Sonst haben wir hier richtig ein Problemchen am Start. Ganz klarer Fall. So, ja, Flächenschaden AD. So, aber wir haben noch nicht. Jetzt gleich haben wir die 50%. Ganz vorsichtig, das Ding soll. Ja, gut, okay, 50%. So, jetzt kriegen wir noch das Dunkle so ein bisschen, hoffe ich. Wenn das. Ja, komm, hier drauf geschissen. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ja, doch, da Dunkles nochmal schön. Und die Luckys, klar, die gehen natürlich drauf. Das ist ganz klar. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber, okay, passt. Hier hätte man noch mehr machen können, aber das ist dann in Ordnung. Das sehe ich so gerne. Ja, bringt mich wieder meinem Ziel ein bisschen näher. Obwohl ich jetzt mal überlegen muss, was ich überhaupt als Ziel habe. Also, wie gesagt, jetzt kurze Erklärung nochmal. X-Bogen ist in der Mache. Dann, ja, der Bogiturm ist auch bald wieder durch. Ich würde fast sagen, dann mache ich den Minenwerfer auf 7, dass der dann auch wieder gemaxt ist. Und dann lass mich überlegen, weil Mauern kommen noch nicht dran. Also wie gesagt, ich nochmal kurz, nochmal im Video. wie gesagt, ich will es komplett aufmaxen, also wirklich dann auch die Mauern komplett. Alles knacke, dicke, voll. Und ich denke einfach, am Ende ist das noch viel easy, also viel einfacher, viel easier. Weil klar, wenn ich jetzt zum Beispiel komplett, also klar muss man erstmal da hinkommen, aber wenn ich Mauern Level 9 habe, dann kann ich doch ohne Probleme das Elixier für die dunkle, also das dunkle Elixier für die Queen raushauen, beziehungsweise lagern, weil es dann natürlich viel schwieriger ist, mich anzugreifen, weil ich ja dann schon die Base so rundherum in dem Stil habe. Grundsätzlich noch eine andere Sache, ich wurde angegriffen von Schweinen und habe gemerkt, das hier bringt absolut gar nichts. Also in der Kombi natürlich richtig geil, aber die greifen mich nicht von hier an. Also die schicken die nicht von hier los, sondern was weiß ich sage jetzt mal von hier. Und dadurch, dass ich hier in dem Bereich keine Verteidigung habe, sind die Schweine natürlich als erstes nicht in dem Bereich tätig. Und das ist natürlich dann mein Problem, ganz klar. Und das muss dann auch geändert werden. Da schaue ich dann mal rein. Ja, das war's dazu. Wie gesagt, ich skippe euch wieder und dann sehen wir uns wieder. Reingehauen, ciao, ciao. So, nicht mein nächster Gegner, sondern ich wurde gerade im Global angesprochen und da hat sich ein Abonnent bei mir gemeldet. Und da schauen wir mal kurz rein. Level 96, da gucken wir mal. Rathaus 9, klar, macht Sinn. Aber Level 96. Also klar, ist im Bereich Pookie-mäßig so ein bisschen am Jagen. Klar, deswegen eben draußen, was draußen sein kann. Hier klar, ist jetzt eh nicht viel drin. Da braucht man nicht wirklich drauf achten. Aber ja, Pookie-mäßig ist natürlich jetzt noch nicht wirklich was los. Mauern sind schon in Ordnung, klar. Aber ich würde fast sagen. Du hast auch noch. Doch, du hast eigentlich schon relativ viel geholt. X-Bogen 3 ist natürlich cool. Den hier hast du auf 2, das ist cool. Aber ich meine, Minenwerfer hätten schon sein können und auch Magiertürme. Klar, du bist gerade am Machen. Wie gesagt, nicht zwei gleichzeitig, weil eben wirklich dann auf dem Bereich eben Flächenschaden echt so gut wie komplett weg ist. Klar, Minenwerfer machen halt noch ein bisschen Damage, aber in dem Bereich ist schon echt Sense. Joa, gucken wir mal. Luftabwehr hier einwandfrei, hier super toll, aber die hier eventuell noch ein bisschen weiter reindrücken. Ansonsten King und Queen sind verhältnismäßig vollkommen in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich würde mich an deiner Stelle entscheiden, ob jetzt Queen hoch oder King hoch. Also, wie gesagt, ich würde natürlich immer die Queen nehmen, logisch. Hehe, YOLO. Aber musst du halt selber sehen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, eins von beiden so weit hoch, dass du die Fähigkeit auf 2 bekommst.
Das war mein Tipp an dich. Und das soll es schon gewesen sein. Gucken wir mal weiter, was hier sonst noch im Global los ist. Ja, genau, hatte ich kurz gesagt. So. Ist im Video drin. Zack. Macht's gut. So, das haben wir da. Jetzt muss ich mal gerade schauen, ob wir nicht schon wieder ein bisschen angriffsmäßig unterwegs sein dürfen. Oh, kommt. Da ist ja, das sollte schon machbar sein. Aber na, wiederum, meine Queen pennt nur noch die 3 Minuten. Die habe ich dann auch noch Zeit. Und dann ist das eine coole Geschichte. Ich skippe euch wieder und dann sehen wir uns gleich. Ich denke, dass der Magierturm ja mal. Also ich werde ein bisschen, dass ich auch ein bisschen was vom Dings hier wegkriege. Vom Minenwerfer? Ja, nice. Mit 3 Dingern, 2, wenn sie die direkt nebeneinander stehen, kein Thema. Macht man natürlich easy. Aber so, wenn sie nicht so ganz dicht beieinander stehen, dann ist das so einfach nicht. Also Glück gehabt. So, jetzt gucke ich gerade mal. Damit mache ich nicht die 50% voll, auf keinen Fall. Also, ja, will ich erstmal dann schon gucken, dass ich hier eventuell irgendwie reinkomme. Ich guck mal, ob ich ein Schweinchen droppen kann, was das Schweinchen macht und so weiter und so fort. Oh, mal schauen hier. So, jetzt sind wir im inneren Kreis. Oh. Ich muss den King auf jeden Fall beobachten. Der muss jetzt höher gemacht werden. Und jetzt ist es langsam wichtig, hier ein bisschen zu deeskalieren. Ah, die X-Bogen, die kriegen mich momentan gerade echt dolle. Dass ich die echt immer wieder unterschätze. Und das ist natürlich richtig unschön. Jetzt ist es schon in dem Bereich, wo ich sage, gut, okay, wir haben nicht unsere 50%, aber immerhin ist was anderes drüber. Ja, da, hier von wegen nicht 50%. Kurz gucken. Na, nein, 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 nein. Da wird alles ein bisschen tricky hier. Mit 7. Ah, da brauche ich. Also, sobald ich jetzt irgendwo Flächenschaden habe, brauche ich gar nicht reingehen. Aber ich glaube nicht, dass der Bogi. Ich probiere es hier jetzt. Egal. Aber das wird nichts. Aber ist egal. Es gab. Vom Loot her war das okay. Ah, ärgerlich. Oh, ärgerlich. Aber so ist es halt. Aber immerhin Tausender im Dunkeln. Damit kann ich gut leben. Ah, ist natürlich schade. So 2 Prozentpunkte. Ist das echt schade. Aber wie gesagt, es ist ja wirklich knallhart. Ich bin nicht am Pokéjagen, sondern wirklich nur im, in Anführungsstrichen, oberen Bereich farmen, weil ich halt wirklich das Dunkle halt haben wollte. Jetzt habe ich aber, wie ihr sagt, gemerkt, okay, Dunkles ist gut, aber eigentlich bin ich jetzt schon wieder geil aufs Gold. Also, weil ich halt eben auch sehe, die greifen einen echt nicht mehr an, die schnippen wirklich nur kurz das Rathaus weg, freuen sich ein Loch in den Hintern, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil ich denen das ja wirklich einfach nur schenke. Hier habt ihr fertig aus. Wie gesagt, Base werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen umstellen, wenn ich die Zeit finde, weil ich, wie gesagt, eben gemerkt habe, dass das damit ist Quatsch, weil da die Schweine halt nicht raufgehen. Aber ich würde mal erstmal sagen, reingehauen, wir sehen uns später. So, da bin ich wieder, habe auch meine Base umgestellt, dazu später noch. Hier haben wir wieder über 1000 zu kriegen. Der ist schon eine Weile nicht aktiv gewesen. Hier ist natürlich schön Flächenschaden, den ich nun gar nicht gebrauchen kann. Ah, ich will aber. Aber das ist immer so eine Sache mit Wollen und Können und so. Nee, nee, das ist. Ah, echt. 1100, das wäre schon echt nice gewesen. Aber was. Oh! Was bringt's, wenn man es da nicht kriegt? Jetzt gucken wir mal. Also, Gold halt? Naja, das Gold kriege ich nicht. Das kann ich mir schon mal abschminken, aber eben das Dunkle schon mal. Und dann noch die 50%. Ich chill mal hier. Ich chill mal und probiere mal hier so ganz easy.
das alles, was er mir schenkt. Und ich denke mal, hier schenkt er mir unten alles, weil er die ganze Zeit denkt, oh, die gehen immer gleich aufs Dunkle. Denke ich mal. Und deswegen will ich erstmal in Anführungsstrichen easy die 50 machen, was man als easy nennen kann. Und die Magiertürme müssen, glaube ich, noch fallen, weil sonst geben die mir, sonst habe ich einfach zu wenig. Ah, da hat eine 10er Queen. Ich sehe es jetzt erst. Das ist natürlich eher unschön für mich und so und für meine Bogen. Ah, Kacke, die gehen jämmerlich drauf. Dann, egal, dann hole ich mir hier wenigstens noch ein bisschen was Dunkles. Weil sonst hätte ich den Gegner ja gar nicht angreifen brauchen. Ich sehe das. Alter, was habt ihr mit meinen Bogis gemacht? Junge. Alter, kriege ich ja richtig auf den Sack. Aber egal, ich habe wenigstens noch ein bisschen was Dunkles gezogen. Ah, ärgerlich. Das ist ja. 25% ist ja ein Lacher. Aber ja, seht ihr mal. Also die Magiertürme gegenüber den Bogies bringen sie es halt mal. Das ist ganz klar. Alter, aber ich habe die Queen komplett nicht gesehen. Ich habe da echt. Na, verkackt. Aber egal, egal. Was soll's. Aber so eine Durststrecke ist natürlich dann auch richtig kacke, weil man dann natürlich auch auf dieses zusätzliche Elixier verzichtet. Und dann wird es natürlich alles relativ eng. Sprich, mein Elixier ist so gut wie leer. So. Aber immerhin haben wir schon wieder fast 40k Dunkles, was ja so schlecht nicht ist. Und die Boogies sind aber wieder ausverkauft, beziehungsweise Elixier ist weg. So. Achso, ja, hier nochmal kurz zur Erklärung, base-technisch. Die vier Mauern, die brauchte ich ja nicht wirklich, die brauchte ich nur als Platzhalter. Bauhütten konnte ich nicht hinbauen, wäre zu groß gewesen. Und ich muss ja, dass der eben nichts hier droppen kann. Und dann dachte ich auch, naja, da brauchst du ja nicht unbedingt Level 8 Mauern, da reichen ja Level 7 Mauern. Das ist ja Quark, da dann irgendwie Level 8 hinzustellen. So. Und ansonsten halt, ja, Magiertürme relativ weit draußen. Gucke ich, ob es läuft oder nicht. Das sehe ich dann. Und ansonsten halt die Riesenbomben jetzt mal verteilt. Ich weiß, doppelt wäre natürlich besser im Bereich Schweine, aber ich denke auch, dass wenn er Schweine droppt, die auch schon mit einer so einer Bombe ganz schön zu kämpfen haben. Und dann werden wir halt sehen, was da geht oder nicht. Wie gesagt, wir sind später immer schlauer und dann wissen wir, was läuft. Also, hi, haut rein. Das soll es fürs Video erstmal gewesen sein. Macht's gut, ciao, ciao.